Hallo Leute, mein Name ist Adrian und willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans mit mir. Falls ihr es nicht gesehen habt, wie ihr gratis Gems bekommt, in der Videobeschreibung ist das Video zu sehen auf meinem Kanal. Keine Sorge, es ist kein Hack oder was euch halt vom Spiel bannt. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal einen Live-Attack, nämlich ich habe Barge, also mit Minions ausgebildet und. Ja, ganz einfach, ich mache einen leichten Trophy und Dings-Push. Hab's vergessen. Ich meinte, einen Trophy und Ressourcen-Push. Wie ihr seht, meine Base wird besser. Diese schönen weiblichen, weiß ich was, sind auch bald fertig. Und wie ihr seht, ich habe einen vierten Bauarbeiter. Warum? Das werdet ihr in diesem Video sehen, was ich vorhin gemeint habe. Nämlich. Wie ihr seht, ich habe 752 Gems. Wenn ihr die auch haben wollt, dann einfach kurz in die Videobeschreibung schauen. Dort ist das Video. Oder ihr schaut schnell in meinen Kanal nach. Oder ihr sucht schnell auf YouTube. Gratis Gems, Ardian Plays. Weil ich tue immer meinen Namen hinter den Videos, damit ihr mich auch findet, falls ihr mich verliert. Und ich würde sagen, wir machen schnell einen Angriff. Und ja. Nicht mein Typ, lilare Mauern schrecken mich ab, geschweige denn Rathaus 8 Mauern oder andere. Ja, nein. Eigentlich würde ich jetzt sagen, ich wollte jammen mit meinem Gems, mein Rathaus auf Level 8. Ich würde sagen, es ist zu früh und wir haben ein Opfer gefunden. Nicht so gute Mauern, Verteidigung mittelmäßig. Ich muss aber auf diese Air Defense aufpassen. Loot sieht nice aus. Der Minenwerfer ist down, das heißt, ich drop mal ein paar Archers, schauen, ob ich extra Prozente bekomme. Das ist ein klassischer Noob-Fehler. Zeug ganz weit außerhalb von Zeug, was mein Zeug kaputt machen kann. Ich kann Deutsch reden und ich würde sagen, wir greifen von hier oben an, weil ich hier am wenigsten geboost werde. So. Den King auch noch dahinter, damit er ein bisschen extra Damage macht. Dann die Barbaren einfach irgendwie random. Mit den Minions warte ich einfach, bis die Luftabwehr down ist. Oder ich greife von hinten an. Weil da gerade keiner ist. Da ist eine Luftabwehr, da ist eine Luftabwehr. Das heißt, ich kann wirklich nur mit den Minions von hier oben. Naja. Ich würde sagen, der erste Heal-Spell geht rein. Oh, sonst krepieren mir meine Dudes. Die Archer. Also da war nice gesetzt. Ich wollte den nicht mal dort hinsetzen, aber mein schöner Daumen hat sich entschieden. Komm, ich versau mir mal den Tag. Oh, oh. Ja, den hätte ich hier jetzt eingesetzt, aber. Nein. Okay, die Luftabwehr macht auch gerade. Naja, Minions sind eh sowieso One-Hit. Ich glaube sogar mit einer Level 1 Luftabwehr. Es bringt sich eh nichts. Da halt die am Leben zu erhalten. Die sind nur kurz, damit sie diese Kanonen hier zerwuseln. Okay, der King ist auf das Rathaus fixiert. Wie ihr seht, noch Level 1. Ah, das sieht schlecht aus. Okay. Super. Okay, das Lager gehört uns auch noch. Schade. Ja, mit den riesen Taumeln da noch schnell hin, aber ich sehe keinen Grund weiterzumachen und ich würde sagen, wir sehen uns wieder zurück bei der Base, nämlich genau jetzt. Ja, der Clan wurde wieder geschlossen. Ich bin dem Clan namenlos, weil wir keinen Namen haben. Wir sind zu schön dafür. Wir haben ein CW am Laufen und ja. Achievements leider keine neuen. Dodela kennen auch noch. Danke, Dena. Es ist nicht der echte Dena, falls ihr fragt. Warte mal. Sagt Hi zu YouTube. Aber das erste, was ich sagen würde, wir ändern unseren Namen. Ja, ich habe die Clash of Clans oder Supercell Leute gefragt. Sie haben es mir erlaubt. Vielen Dank nochmal. Ich liebe euch. Und ja, ich würde sagen, Ardian und mein Namen. Place. Fertig. Ardian. Place. Nicht 6. Was wollt ihr von mir? Bestätigen. Danke. Yay, Namen geändert. Und ein bisschen confused.
So, das ist jetzt nicht für euch, aber ich sag's nur. Lalala, ein bisschen Werbung. Ja, ich würde sagen, ich habe auch eine neue Base. Ja. Sonst würde ich nicht sagen, hallo, sag da hi zu YouTube. Hi. Hallo, Lena. Super. Okay, CW, Truppen werden ausgebildet. Ich wurde anscheinend angegriffen. Wir sehen uns den Replay an. Hier. Oh nein, das ist der Angriff. Das ist das falsche Video. Brief und da. Wie ihr seht, ich verliere wirklich zurzeit jeden Defense, weil Gründe. Leider. Ja, der Magier reckt ein paar von seinen Archers. Aber weiter schafft es nicht. Der Typ ist Alexander Bolt, weil der okay. Leider machen Magier, die in Klamburg-Truppen sind, keinen Splash-Damage. Leider. Supercell bin ich ja nicht, das heißt. Aber er ist wirklich mit 20 Riesen gekommen. Was soll ich da machen? Und dann noch mit drei Heal-Spells. Als ich die Heal-Spells gesehen habe, da kommen drei. Aber zum Glück habe ich meine Fallen so geschickt platziert, dass sie wirklich in jede einzelne Sprungfalle reinrennen. Nochmal und nochmal. Das heißt, ich habe wirklich jede einzelne Sprungfalle ausgelöst. Ich meine, hier waren zwei. Genau da. Und hier waren nochmal zwei. Weil ich wollte, dass die Riesen von, falls sie von links hier kommen, so nach oben reingehen. Boom, boom. Hier habe ich gedacht, wenn sie schon eh so weit sind, dann hat er seine Heal-Spells verschwendet, damit diese Riesenbombe explodiert. Aber wie ihr seht, leider hat er noch ein paar Heal-Spells übrig und ja, sah schlecht für mich aus. Hier habe ich auch das gleiche nochmal gemacht. Also die Base ist eigentlich genau in der Mitte hier durchgeteilt und alles ist symmetrisch. Und ja, die Tesla-Türme haben wirklich ihre Arbeit geleistet. Ja, einer ist draufgegangen, der zweite hat wirklich durchgehalten. Und ja. Der Minenwerfer hat auch noch seinen Rest gegeben. Leider. Aber hat seinen letzten Heal-Spell irgendwie nicht verwendet, weil aus Gründen. Und ja. Danke nochmal für die Magier. Schatzkammer ist leer. Leider, weil ich irgendwie jammen wollte. Wie ihr seht, es ist sehr verlockend. Aber ich zögere lieber noch, weil meine Mauern und Defense. Ja, die Kanonen kann ich noch ein Level höher bringen, aber ja, das ist genau das Problem. Es dauert so lange, weil ich bin schon an einem Level, wo alles mindestens einen Tag dauert. Ich glaube, die Elixiersammler auch schon. So, sogar 2 Tage, obwohl sie noch nicht mal Level 10 oder so sind. Richtig schade, aber naja, wir neigen uns auch langsam zum Ende der Folge zu. Ich würde sagen, wir machen auch noch schnell einen Angriff. Ja, ich tu mal ein bisschen davon und das war's. Mehr verschwende ich auch nicht. Diese drei Gems kann ich, glaube ich, gleich holen, wenn ich einen Baum oder so abholze. Oh, das sieht auch schon nice aus. 26 Pokis. Luftabwehr, das ist mein größtes Problem. Meine Truppen sind nicht vollständig ausgebildet. Ich habe auch keine Spells. Das heißt, ich muss wirklich so eine Noob-Base finden, weil hier sonst nichts gehen wird, oder ich gehe direkt aufs Rathaus. Das heißt jetzt zum Beispiel ganz von oben kommen und fertig. Ja, auch schön platzierte Luftabwehren, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal drauf. Der Loot ist mir pups egal. Zwei von denen und nochmal zwei und nochmal zwei. So ein paar extra Prozente, danke Mann, dass du die einfach so herschenkst. Ich würde sagen ein paar davon und hier und da und da. Okay. Drache. Drache, ganz schlecht. Drache. Okay, das muss jetzt ein bisschen Abwehr sein. Ja, ich hätte nicht angreifen sollen. Was, meine Lakaien? Jetzt schon? Oh oh, ich glaube, ich muss die. Komm. Ja. Hier meine Clan-Truppen, hä? Nicht gedacht. Piu-piu. Komm schon, Harry. Wie heftig die auch sind. Schau, und weg. Das Ding ist einfach weg.
Okay, Level 4. Super. Ich würde. Du kannst ja gleich die Eisenfaust auf Level 1. Ja, die Magier werden auch nicht lange überleben. Ich hätte nicht angreifen sollen. Das ist ein klarer Fail. Leider. Von meiner Sicht. Und tschüss, Harry. Ich hätte wirklich nicht angreifen sollen. Das war schlecht von meiner Seite aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge Clash of Clans. Wenn ihr nochmal die Gem-Folge sehen wollt, unten verlinkt. Wir sehen uns. Ciao, ciao.